sonderbar, wer zweifelt wohl an ihrer Schönheit, ihrem Reiz? Ich komme noch nicht recht auf die Spur. Da ist zwar ein Bäcker von Brot, von Semmel, von Kuchen, von Laugengebäck. Gott, welche Begriffe von Adel! Elender, begreifst du denn nicht, dass nur ein enorm altes Geschlecht imstande wäre, das meinige auf einer Seitenlinie würdig fortzuführen? Mein Herr, ich bin ein Juwelier, ich bin vermögend, wenn nicht reich. Ein schönes Haus gehört mir, mein Laden kommt dem Besten gleich. Was ihn und wissen, wer ich bin, zeig ihnen auch mein Wunsch bekannt. Ich trete freier vor sie hin und wärme mir Hand. Mann, ich sehe gar nicht ein, warum sie hässlich sollte sein. Aha. Ja, ich habe mich ohnehin im vorigen Terzett angestrengt. Ersparen wir die Kraft bis zum Finale. Der Vorzeit schon gebrochen war. 177 und 8 in meinen Stammbaum, also mal bei Namen und Alter angebracht. Mal lob ich jetzt ein altes Kind, erzeugt in unbefleckter Ehe mit Angela von kühlen Rinde, drei Herrin von Trompetenfeen. Entsetzlich los, dahin ist alles auf einen Streich. Wie ist meine Qual so unermesslich groß, und was kommt meiner Lage gleich? Ich möchte weinen, möchte lachen und wieder rasend wütend sein. Doch ach, was soll von ihr ich sagen, die mich ins Unglück stürzt hinein? Warum so muss ich ewig fragen, muss ich der Unglückselige sein? Macht Ihnen nicht auch der Anblick eines tüchtig genarrten Liebhabers Vergnügen, der Ihnen einen so außerordentlichen Brautstand verdankt? Sie gestehen, Sie gingen ziemlich rasch und unvorsichtig in die Falle. So wären wir denn waffenlos zum Kampf in diese Welt gesandt, wenn wir die kargen Schöpferin nicht kaltes Blut und List entwandt und diesem Willen ist unsere Kraft, denn alles unser Wunden ist. Sie ist, die uns Triumph verschafft, in Dank wird sie
sie vernichteten, vernichteten mein Glück, mein Glück, mein Glück. Sie vernichteten mein Glück. Fast bin ich zu weit gegangen. Sieh, den Ausweg seh's nicht mehr. Meinen Mut fühl ich befangen. Und gar tief rührt mich sein Blick, sein Blick, sein Blick. Und gar tief rührt mich sein Blick. Der Teufel! Oh, hör ich mal, der Kerl doch gebrüchelt. Warum wird denn der Kerl nicht gebrüchelt? Also, was wir da gesehen haben, ne, das war so ein aufputzter, bucklichter Aff. Ja, mit so einer Pferdenose. Allmächt, na, ich mich hätte nicht. Na, wirklich nicht. Und wenn ich zeitlebens von früh bis spät gebrüchelt werden sollte, Anastasius. Ach, Anastasius, jetzt. Upp. Du redest. Wie du es verstehst. Oh. Mein Vater war ein kluger Mann, der gab mir eine Lehre an. Ob Weibe hässlich oder schön, konnte oft man nur durch Zauber sehen. Es gibt mal ein schönes, schmuckes Ding, doch steckt am Finger ihr ein Ring. Wenn der ihr abgezogen ward, das schöne Weib, wie war es da? Mir kam die Sache auch etwas verdächtig vor. Es ist ein kurioser Kavalier, der... Indes, man könnte sich auch denken... Ich denke mir nur, dass sich dieser Herr von Goldschmied, das gnädige Fräulein, um wenigstens zwei Herrchen hübscher gedacht hätte. Ha! Willkommen, edle Gäste! Ha! Willkommen, edle Gäste! Zu dem Freudenfeste! Bei dem Kursen sanfter Weste, breitet auf das Beste, die Girlanden alle Feste, an des Tages Kriegsbrücke Beste. Da ist Aurora, da ist Aurora. Nein! Aurora! Nein! Nein! Ab der Flunker, das Flunker. Kann ich der Tränen wehren? Alles ist mir neu geboren. Kann ich erfahren, mein Vater? Alles ist mir neu geboren. Alles ist mir verloren. Oh!